Domnul Büchner, un minut. Der Hunger in den ärmsten Staaten entsteht ganz wesentlich auch durch unsere Handelspolitik. Wir drängen die afrikanischen Staaten in Handelsabkommen, die uns erlauben, ihre Küsten leer zu fischen. Wir verlangen den unbeschränkten Zugang zu deren Märkten, wo wir unsere hochsubventionierten landwirtschaftlichen Produkte absetzen. In vielen Bereichen können die einheimischen Bauern, die nicht subventioniert werden, mit unseren Preisen einfach nicht mehr mithalten. Wir drängen sie dazu, für den Export zu arbeiten, Kakao, Kaffee, Obst, Süßfrüchte, Blumen anzubauen. Das Problem dabei ist nur, dass den Handel nach Europa und nach USA meistens eine einzige, manchmal zwei Handelsfirmen machen, die die Preise drücken, die den Bauern so wenig geben, dass sie davon nicht leben und nicht sterben können. Wir produzieren den Hunger.